Immer noch beim Upgraden des Schiffes, unserer Panzerungen und unserer Waffen und natürlich auch unserer Crew sind wir hier bei Mass Effect 2. So, im letzten Part haben wir ja schon diese Planeten hier so ein bisschen erkundet, aber eben noch nicht alle. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nee. Dann sehen wir doch mal gleich zu diesem Saturn für Arme. Meine Nase läuft mir schon wieder, es ist schrecklich. Gillion. Gillion ist von einem, ach egal, komplexen Ringsystem. Okay. So, Mittel. Okay. Gucken wir mal. Also ich. Kriegen wir das noch höher? Oh, ich habe keine Sonden mehr. Ups. Was drücke ich denn? Escape, ich Arsch. Ja. So, ich spare gerade übrigens auf. Was hat Oh, hier ist kein Treibstoffdepot, ey. Das hätte ich schon mal offscreen machen können. Aber nein, nein, nein. da. So. Irgendwas kaufen, meine Güte. Und da müssen wir auch gleich hin. Kosten ja nicht viel. Okay, dann auf nach Selene. So, nach Gillion. Da waren wir jetzt, haben wir jetzt schon, warte mal, 100% oder? Ne, 75. Ist hier noch ein Planet? Ach so, da. Oh, da an der Sonne war ja noch einer, genau. Ich dachte vielleicht, weil ich noch keine Sonde abgefeuert habe. So. Okay. Ich habe gerade mal geguckt, wann ich ausmachen muss. Hier hatte ich doch eben so ein hohes Vorkommen. Ich schätze, ich gehe davon aus, dass es immer so ein bisschen random ist. Also nicht, dass immer eine Stelle einheitlich viel hat. Und halt immer so ein bisschen abweicht, ne? Starte Sonde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anders mein gehe, ist genau an dieser Stelle nicht vielleicht immer Platin ganz viel. Und ich bräuchte eigentlich, lohnt sich das? Nein. Ganz viel Element Zero. Starte Sonde. Wow, 60 Sonden können wir jetzt übrigens tragen. Mit dem Upgrade, was ich mir letztes Mal gekauft habe. Stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Während ich alles vorbereitet habe. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Element Zero brauche ich aber. Wow! Ich Palladium, Mensch. Sonde gestartet. Er macht mir das Leben schwer. Element Zero ist wohl auch das seltenste Element, glaube ich. Weil ich das jetzt gemerkt habe. Noch mehr? Nee. Starte Sonde. Kann ich eigentlich? Irgendwie, warte mal. Ha! Ich kann ganz langsam den Planeten mit WSAD drehen. Ganz langsam. Haha! Ist ja dumm. Egal. Weiter. Sonde unterwegs. Platin. Danke. Element Zero brauche ich. Der Rest sind halt nur so Panzerungen und die sind auch nicht so wichtig, sag ich mal. Ich werde so ein bisschen versuchen, die Crew noch abzugraden, damit die mir nicht wegsterben. Ich glaube, so geht das. Ja, und dann auf zur Suizidmission. Ich habe echt, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lange das hier noch dauern wird. Aber nur nicht so lange. Eine Bühne. Okay. Hoch, okay. Das ist natürlich gut. Oh, oh. Sonde unterwegs. Ganz viel Palladium. Wow. Noch mehr Palladium. Starte Sonde. Ah, ganz viel Iridium. Das kann man auch mal wieder gebrauchen.
Aber ich brauche Element Zero. Wollt ihr es denn nicht kapieren? Starte Sonde. Ey, von allem gibt's hier ganz viel, Sonde nur nicht unterwegs. Von Iridi Element Zero meine ich. Sonde unterwegs. Oh, Element Zero. Starte Sonde. Mann! Naja, das werde ich auch mal brauchen, ne? Für die ganzen Panzerungen. Also ich werde mir ganz sicherlich ein paar Panzerungs-Upgrades holen. Von den Waffen her weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie ich mein Geld verschwende. Ich würde eigentlich noch ganz gerne ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Weil dann kriege ich einen Stufenaufstieg und kann meine Dings ein bisschen upgraden. Meine Punkte da. Dann habe ich doch gerade so wenig. Sonde unterwegs. Ich habe nur einen Punkt gerade übrig. Irgendwas möchte ich noch voll aufleveln, das wäre ganz cool. Würde ich sicherlich mit Nebenmissionen schaffen, aber... Ganz ehrlich, nee. Sonde unterwegs. Ist da ein bisschen Element Zero bei? Nein, natürlich nicht. Okay, der Planet ist abgebaut. Trotzdem gucken wir noch einmal rum. Ihr hört bestimmt wieder die Maus. Ne, hier ist nichts mehr. Alles klar. Oh, Mann, wieso drücke ich denn mal Escape? Ich bin noch ein Arsch. Das ging mir Mass Effect 1, wenn man Escape drückte, dass man dann zurückging. Aber hier nicht. So, Zylinder haben wir 100%. Hier müssen wir nach, Uride. Heißt wirklich Uride? Hämorrhoiden? Ne, erstmal nach Luzerne. Oh, hier gibt es viele Planeten. Ne, drei. Können wir ganz schnell ausrechnen, wie viele Planeten es gibt. Indem wir mal zu einem hinfliegen. Nämlich zu... Xetik. Okay, Mittel. Wow, das ist das Ding richtig schnell. Egal. Ich hätte nichts gegen Element Zero. Sag mal so, die anderen werde ich sicherlich auch brauchen. Aber Element Zero ist mir gerade am wichtigsten. So, wir müssen ja noch bald mal wieder was kaufen, damit mein Platinbestand und so mal ein bisschen weniger wird. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe ein bisschen Angst, Sonde unterwegs, dass ich nichts mehr lagern kann. Versteht ihr? Wenn mein Palladium-Leiste da voll ist, die grüne. Ist das so? Ich weiß es nicht. Das ist ja ein bisschen komisch, weil irgendwas muss man ja auch für 50.000 kaufen. Oder kann man irgendwo was einlagern? Ich habe keine Ahnung. War da. War was. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Okay. Ja, ja. Was kann ich denn mal so reden? Ist ja langweilig hier, ne? Sonde gestartet. Ich werde es auch nicht so für die anderen beiden Scanner opfern, wenn ich ehrlich bin. Wenn ganz viel ist natürlich schon, aber wenn es so wenig ist, nicht unbedingt. Ja, dann lohnt sich das nicht. Element Zero. Och, Element Zero. So, wie viel? 20, also gibt es 5 Planeten. Anomalie geortet. Oh, Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Scheiß auf die Anomalie. Bin mal ruhig, damit ihr sie vielleicht hören könnt. Boah, das hab ich verschluckt. Sonde unterwegs. Oh, Element Zero. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Erste Scans weisen auf ein Hochleistungskommunikationsportal auf dem Planeten hin. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen der Bloodpack-Söldner. Es gibt
eine Konzentration von Kurgana und innerhalb einer größeren Anlage, vermutlich einer Mine. Lebenszeichen entdeckt. Unbekannte Spezies. Vorsicht ist anzuraten. Nö. Ich lasse das jetzt mal mit dem Scan. Ja, ist eine Nebenmission, ne? Ich überlege auch, ob ich, wenn ich das Let's Play zu Ende habe, allein für mich, vielleicht mal die Nebenmission zu spielen. Bei Mass Effect 1 habe ich es nicht gemacht und ich denke, ich werde es auch nicht machen, weil Mass Effect 1 dazu kacke ist. Kann ich auch gar nicht. Aber Mass Effect 2 ist echt geil. Da macht das bestimmt Spaß. So, ich glaube, ich werde das System hier nochmal komplett erforschen. Dann kaufe ich mir das Ding da. Ich glaube, man brauchte nur 3000 Iridium. Element Zero. Aber ich weiß es nicht mehr. Wo war das jetzt eben? Sonde gestartet. Irgendwo war hier noch jemand. Ah, da. Sonde gestartet. Ordentlich Palladium mitnehmen. Starte Sonde. Unglaublich abwechselndes Soundboard. Sonde unterwegs. Sonde gestartet, starte Sonde und Sonde unterwegs. Oh Mann. Wow. Jetzt hat sie gar nichts gesagt. Na dann. Sonde gestartet. Ah, hier noch. Sonde unterwegs. Okay, ich kann doch mehr lagern, als die grüne Anzeige hat. Haha. Gut. Ah, hier noch was. Starte Sonde. Das ist übrigens Doria. Ach, da. Da war, glaube ich, ein bisschen Element Zero. Da war irgendwo Element Zero mit bei. Mist. Sonde unterwegs. So, das war's hier. Das dauert doch so lange, ey. Und dann dir. Okay. Hoch. Sonde unterwegs. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, es lohnt sich schon gar nicht mehr. Sonde unterwegs. Hier alles abzuscannen. Weil ich eigentlich schon gar nicht mehr so viel brauche. Sonde unterwegs. Und ich weiß ja noch gar nicht, was ich mir so kaufen werde. Naja. Starte Sonde. Ich brauche Element Zero, Mann. Ich weiß eben nicht, ob das 3000 reicht. Ich glaube, ich werde gleich mal schauen, nachdem ich diesen Planeten mal abgescannt habe. Starte Sonde. Oh, da ist noch ganz viel. Sonde unterwegs. So. Ach komm, lohnt sich nicht. So, das war's hier. Ich überfliege das jetzt nur noch so ein bisschen, ne? Ja, komm. Loserinne. Okay. Dann gucken wir doch jetzt mal nach den Upgrades. Ha, diesmal gehe ich richtig. So. Ach, nee. Schiffsverbesserung. Besserte Brennstoffzellen. Na, 3000 brauche ich, okay. Okay. So. Und das Krankenschutz-Upgrade ist unnötig, weil das ist nur für den Fall, dass ich abtrünnig gemacht hätte. Dann hätte man ja übelste Narbengesicht und übelstes Terminator-Face. Mit roten Augen und so. Und damit man dann normal aussieht. Dafür kann man das benutzen, aber sonst bringt das eigentlich nichts. So.
Manische Vitalität. Brauche ich das? Na klar brauche ich das. Wo war denn das jetzt? Das Tarnmodul, das wollte ich auch kaufen. Oh, das ist gut. Zack. Und das noch. Zack. Was ist das? Achso. Oder war das hier eben? Organische Vitalität. Ja, hier war das. Alles klar, jetzt habe ich das voll abgegradet. Ich kann echt überhaupt nicht abschätzen, was ich hier nur so kaufe. Prototypen. Das ist unnötig, weil das ist nur Legion. Und für schwere Waffen. Nee. Schweres Hauptgewebe. Plus 20 Gesundheit. Na komm. Zack. Was kann man denn noch kaufen? Schweres Knochengewebe. Okay. Einmal mal kaufen. Ah, okay, jetzt habe ich schon alles gekauft hiervon. Nur Kräfte neu ausbilden, ey. Das ist auch so ein Punkt. Der ist so unnötig. Naja, Waffen-Upgrades. Eigentlich brauche ich hiervon gar nichts mehr, oder? Medigel-Kapazität. Kann ich auch eigentlich auf das sparen hier, ne? Ja. Na komm. Gut, im nächsten Part wird weiter ein bisschen gefarmt. Nicht wahr? Und dann werde ich noch so die letzten Upgrades kaufen. Ich denke, das ist dann schon im nächsten Part der letzte Upgrade-Part. Je nachdem, wie es kommen wird. Und ja. Dann würde ich sagen, ich stelle mich da vorne schon wieder hin und wir sehen uns am nächsten Part wieder. Zu weiteren Upgrades. Okay, bis zum nächsten Mal. Bitte, bitte, ciao. Verbesserte Brennstoffzellen. Boah.